Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, ich habe wieder Punkte reingefahren. Wie in jeder Folge. Wie ist ja auch jetzt egal, habe ich in der letzten Folge euch gezeigt. Könnt ihr euch die letzte Folge anschauen. Das geht relativ schnell. Also ich würde mal sagen, 20 Minuten. 5 mal 3, ja, so 5, 6 Mal muss man das Rennen fahren. Denn eben diesen Porsche kaufen. Den Cayman GTS 2015. Ja, und dann kriegen wir jetzt zwei Super Wheel Spins. Und vielleicht auch noch ein paar mehr normale. Ich fahre immer das Rennen hier mit einem gepushten Wagen. Und das sind 3 Minuten 30 so. Ich habe den auf Driften aufgebaut. Also mit einem Driftdifferenzial. Weil das Driften gibt sehr viel Geld. Und ihr seht ja die Kurven. Unten vor allem die 90-Grad-Kurve. Oder 180 Grad, ist ja auch egal. Da mache ich das immer. Und da brauche ich nur 20 Minuten. Und wie ihr seht, die habe ich jetzt aufgespart. Die kommen auch... Ach so, ja, die Autos, die ich gewonnen habe. Durch Level Up, wir sind ja jetzt schon 109. Ja, und wir haben jetzt 37 Punkte. In 20 Minuten, noch nicht mal eine halbe Stunde. Hier kriegen wir nochmal 3000 EP. Vielleicht reicht das schon. Jetzt haben wir hier noch 2 Wheel Spins. So, ich wünsche euch viel Spaß. Und mir könnt ihr Glück wünschen. Oder uns, wie ihr es seht. Einen Moment. So, geht los. Wir machen erst den normalen Wheelspin. Oh, da ist ein Gelber mit bei. Viel Gelb. 250. Ah. Aber der Mercedes ist auch richtig geil. Gib gleich einen Screenshot. Ja, ist cool. Aber oben war der Ferrari Pista. Auch geil. Ja. Gut. Ja, jetzt kommen auch die anderen Wheel Spins. Ne, kommen noch nicht. Preis abholen. Wir können ja mal gucken, was der Mercedes kostet. Ist ja vielleicht ganz interessant auch für euch. Mercedes. Da ist er. 150.000. Ist unser dritter Mercedes, ja, nicht schlecht. So. Ne, wir machen jetzt die normalen Wheel Spins. So. Ja, den Ferrari hätte ich auch gerne. Aber, na gut. Oh, da oben war eine Forza Edition. Aber das Geld ist auch sehr gut. So, jetzt kommt hier noch der letzte Wheelspin erstmal. Ja, da mache ich jetzt aber keinen Screenshot, aber trotzdem, der Wagen ist auch gut. Immer besser als eine Hupe oder Kleidung. So, und jetzt geht es an den Super Wheelspin. Hoffentlich haben wir Glück. Man kann ja auch Pech haben, da hat man dreimal Klamotten und... Oh! Oh! Geil. Der Ford GT40. Screenshot. Ich habe das ja bei Steam, das ist ja das Schöne, da kann man Screenshots machen. Ja, wunderbar. Preis abholen.
Und den Wagen werden wir uns auch mal anschauen. Fort, dann gehen wir hier lang. Er fuhr fort und kam nie wieder. Der spielt immer Projektcars. Fort. Der ist wertvoll. Oh, 11 Millionen. Crazy, wa? Geil. Mit Original-Sound und alles. Den werden wir, wenn wir die Wheelspins fertig haben, fahren. Könnt ihr euch drauf freuen. So, wir müssen jetzt... Ich muss nochmal reingucken. Ja, wir haben beides abgeholt. Und wir haben sogar noch Geld über. Für, ich sag euch das gleich. Kein Moment. So. So. Da haben wir ja tierisch abgesahnt. Erst der Mercedes. Denn das Geld. Bald haben wir 2 Millionen. Man muss natürlich den Porsche kaufen für 80.000. Ne? Aber das ist ja kein Thema. Wir haben jetzt ein Auto gewonnen, das 11 Millionen wert. Und Geld haben wir auch mehr gewonnen. So. Das. So, das ist der hier. Den braucht ihr dafür. Wir haben nämlich noch ein paar Punkte über sogar. In dem Rennen 3 Minuten 30 kann man maximal 6 Punkte bekommen. Und einfach mal die Farbe, obwohl sie... So würde ich mir den nicht kaufen. Mal gucken, wie das aussieht. So. Schlecht sieht es auch nicht aus. Sind Herstellerfarben. So. Weiter geht's nochmal. Mal gucken. Ach, wir haben die Wheelspins abgeholt. Ne, gab jetzt keinen. Wir sind nicht aufgestiegen im Level. 110 sind wir jetzt. So, normaler Wheelspin. Okay. So, und unser letzter Super Wheelspin in der Folge. Und wenn wir nochmal Glück haben. Wäre ja mega. Ich glaub schon. Oh ja! Oh! Hammergeil. Ich glaube, die Lotus Exceed haben wir schon. Die habe ich vorhin gewonnen. Aber nicht durch einen Wheelspin, sondern durch was anderes. Habe ich jetzt mir nicht merken können. Ach, ich dachte, wir kriegen noch die Forza Edition. Ja, macht nichts. Das sind 330.000. Und wir schauen mal, was die Lotus Exceed kostet. 6 Autos haben wir heute bekommen. Was der Veloster, den habe ich vorhin bekommen. Der ist episch. Das wusste ich nicht. Früher war der nicht episch, also beim vierten Teil. So, Lotus Exceed. Schauen wir uns mal an. Hier ist einer drin, ja. Nochmal 3000, vielleicht reicht das für einen Wheelspin. Level up. Nein, reicht immer noch nicht. Lotus. Exceed. L ist ziemlich weit hinten. Hier ist er. Oh, 85.000. 345 PS in so einem leichten Wagen, der ist auch geil. 754 Leistungspunkte. Und wir haben den Ford. So.
Und den fahren wir. Bestimmt ein mega Sound. Aber eins wollen wir noch machen, den wollen wir uns im Fossa Vista mal angucken. Aber leicht zu fahren ist er bestimmt nicht. Aber werden wir sehen. Da kann man sich den Motor anschauen, aber er ist natürlich dunkel. Ah, krass. Die ganzen Auspuffrohre. Das ist ein Brasilianer. Der fährt immer Assetto Corsa Competizione. Den habe ich aber auch bei Projekt Cars kennengelernt. Ich schicke immer den Leuten eine Freundesanfrage, wenn ich im Multiplayer spiele. Viele haben sie angenommen. So, da sitzt man in der Mitte, ne? Da ist... Ja. Ja, ist ein Rennwagen, ne? So. Fahren wir in den Sprint. Und danach gibt es mit der Supra... Wir müssen mal gucken. Was hier ist auch interessant. 25. 8000 EP. Wir haben 9 Punkte. Das wären 9 Supras. Also das brauchen wir nicht. Wir holen uns erstmal das Geld. Und jetzt steigen wir ein Level auf Level 111. Seht ihr? Oh, da oben ist ein Super Wheelspin. 5, 10 Punkte. Das werde ich mir merken. Das schaffen wir, ja gut. Können wir noch machen in dieser Folge. Dann wird es ein bisschen länger. Dann farme ich nochmal 4, 5 Punkte zusammen. So, wir kriegen jetzt einen normalen Wheelspin. Ja. Na, das ist kein... Na, wollen wir sehen. Geld ist auch immer gut. Jawohl. Wunderbar. Jetzt haben wir 2 Millionen. Ja. Sexy old man. Four man, ne? Bei nächster Gelegenheit, Wende. Hey, Amiga. Ich habe mit jemandem gesprochen, der einen Klassiker in einem Granero in der Gegend gefunden hat. Hättest du Lust, einen Pickup-Truck zu restaurieren? Oh, der erste Gang. Schau dir mal an, wie lang der übersetzt ist. In 200 Metern rechts abbiegen. Geiler Wagen, Alter. Rechts abbiegen. Pass auf. So, eine Auszeichnung. Passt mal auf, wie weit der erste Gang übersetzt ist. Der geht bestimmt locker über 100. Das ist 130. Dein Ziel erreicht. Geil. So. Fahren wir einmal eine Runde.
Das ist allein schon ein Frontspoiler, so wie die Front aussieht. Ja. Riesenauspuffrohre. Unser teuerster Wagen und bester Wagen bis jetzt. Ist ganz schön schnell. Locker unter 3 Minuten. So. Moment. Wir gehen natürlich nicht hier rüber und denn da, das sind ja 10 Punkte. Wir gehen hier rüber 3 und 5. Wir kriegen gleich einen Super Wheelspin. Ja, dann brauchen wir eigentlich jetzt auch. Ich kann euch das aber trotzdem. Ihr könnt das vor- und zurückspulen. Den Super Wheelspin kriegt ihr noch in dieser Folge, meine lieben Freunde. Ich zeige euch das mal. Das ist auch ein Ford. Der hier ist das.
200 Metern. Rechts abbiegen. Mit dem Wagen, so habe ich ihn aufgepusht, fahre ich immer die Punkte rein. Könnt ihr mal schauen. Wir kommen auf den letzten Platz, aber das spielt keine Rolle. Wir wollen nur Punkte haben. Der Platz ist uninteressant. Vier Punkte. Fünf Punkte. Sechs Punkte.
6 Punkte. 3 Minuten 30 so. 3 Minuten 30. So, 6 Punkte. 5 Mal 30 Punkte, wenn man das 5 Mal fährt. Socken sind noch geil. Geile Socke. So, jetzt habt ihr das mal gesehen. Noch ein Punkt. 6 Punkte insgesamt. In 3 Minuten. 30 Punkte. 15 Minuten. Also so in 20 Minuten habt ihr locker zwei Super Wheel Spins. Und ja, und zwei normale. Und dann kriegt ihr natürlich noch Wheel Spins, wenn ihr ein Level aufsteigt. Okay. Jetzt nehmen wir den Ford. GT40. Und holen uns da noch einen Wheel Spin. Super Wheel Spin. So. Aber wir wollen sowieso ab nach Hause. So. Schauen wir uns mal bei Tag an. Na gut. Man sieht die riesen Auspuffrohre. 1, 2, 3, 4, das sind 8 Zylinder. Ja. Wir haben schon wieder 15 Punkte. Also da seht ihr, das klappt wunderbar. So, super Wheel Spin. Viel Spaß. War gut. Ein kleiner Oldtimer. Süß. Fahre ich auch gern mal. Und wieder 60.000. Das ist nicht mehr so doll geworden, aber man kann nicht immer Glück haben. Wir haben heute schon sehr viel Glück gehabt. 7 Punkte. Ach so, hier kommt man sonst nicht ran. Ja, dann ist der uninteressant. Wir machen... Ich will mal gucken... Gewöhnlich. Ja, ich würde sagen, das lassen wir so. Mit der Supra machen wir das heute nicht. Wir könnten mit 7 Punkte, überlege ich kurz. Wir kaufen uns den Pontiac Trans Am.
muss da noch mal reinschauen. Die habe ich schon lange nicht mehr gekauft. Das ist ja Porsche, das ist ja genau daneben. Pontiac. Da war irgendwie auch was. Das ist der hier. Der kostet 25.000. Der hat aber nur einen normalen Wheelspan. Ich weiß nicht, ob die Punkte reichen. Aber werden wir sehen. Ja, jetzt sind alle verdrückt. Der hat leider keinen Super Wheelspin. Motorhaube geht nicht auf. Doch, der hat einen Super Wheelspin. Und sogar 6000 EP. Der Wagen ist halt ein bisschen günstiger. Wollen wir den noch machen? Den machen wir noch. Moment, wir machen das lieber so. Drei. Ach so. Wir brauchen 3 Punkte. 8 Punkte. Ne, meine lieben Freunde, das wird nichts. Den nehmen wir in der nächsten Folge. Das, ja. Ich will jetzt auch Party machen. Dann müssen wir den Wagen bloß... in die Favoriten reinmachen. Wie ging das nochmal? So. Da ist das Herz, dann nehmen wir den als nächste Folge und dann haben wir noch einen Super Wheelspin mehr. Ja, ihr seht, das geht gut vorwärts. Wir haben 2,1 Millionen. Wir haben Level 112 und wir haben geile Autos am Start. Ja, meine lieben Freunde, das war die neueste Folge Forza Horizon 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß damit. Schaut euch doch mal meinen Kanal an, wenn es neue Zuschauer sind. Und ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Weil mein großes Ziel sind 1000 Abonnenten. Nicht um rumzuprotzen, sondern für ein soziales Projekt. Mein Kanal sollte ein soziales Projekt werden. Das ist es eigentlich immer noch nach 4 Jahren. Ich mache das jetzt 4 Jahre. Und habe ungefähr 1500 Videos angeschaut. Hochgeladen. Könnt ihr euch ja mal ein bisschen was reinziehen, wenn ihr Bock drauf habt. Ganz viele verschiedene Spiele. Auch Multiplayer und mit Lenkrad und so eine Sachen. Ja, ich wollte 50% der Einnahmen, der Werbeeinnahmen, weil man kann erst ab 1000 Abonnenten Werbung schalten. Und ich wollte 50% der Einnahmen für mich behalten und 50% für soziale Zwecke spenden. Und das sollten die Abonnenten entscheiden durch eine Abstimmung in den Kommentaren unter einem Video. Ja, und ihr müsst nichts machen, einfach nur eine Werbung durchschauen am Tag. Da könnt ihr ja nebenbei duschen oder euch was zu essen machen. Und wenn das meinetwegen 10 Euro sind, ich behalte 10 Euro für mich, 5 Euro für mich selber und 5 Euro würde ich spenden. Für krebskranke Kinder oder SOS Kinderdorf und was es da alles gibt. Das war so mein Plan vor 4 Jahren, als ich den Kanal gegründet habe. Und ich habe einen Bonus für die Abonnenten auf meinem Kanal. Ich habe einen Ordner, der heißt Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Könnt ihr ja auch mal reinziehen, da sind ganz viele Gesundheitsvideos drin. Und ja, das ist der Bonus für die Abonnenten halt, ne? Genau. Ist alles keine Pflicht, ich habe das auch eigentlich 4 Jahre nie angesprochen. Aber
1000 Abonnenten zu bekommen, das zieht sich sehr stark in die Länge. Wenn ihr wissen wollt und interessiert seid, wer hinter dem Kanal steckt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann gebe ich euch meinen Instagram-Namen und mein Instagram-Profil mit Bildern von mir. Und ich bin schon seit einem Dreivierteljahr Künstler. Ich male keine Bilder, aber ein bisschen was anderes. Und verkaufe das bei eBay. Deswegen konnte ich mir jetzt auch einen besseren PC leisten. Aber der ist noch nicht abbezahlt. Aber ich kann das machen, weil ich das Geld im Monat habe. Für die Finanzierung. Gut, meine lieben Freunde, das dazu. Ja, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Und wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.